Guten Abend, liebe Kongressteilnehmer, liebe Yoga-Freunde, guten Abend Volker, guten Abend Hartmut oder Atmaram und Sukadev. Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, die Bretz Brothers, zwei Brüder, zwei Welten. Ich freue mich ganz besonders, dass ich die beiden Brüder für diese Diskussion gewinnen konnte. Das war nämlich gar nicht so einfach. Also ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass wir jetzt Fragen stellen, die ihr immer schon mal beantwortet haben wolltet. Die Königin hat erst dem Sukadev gesagt, ich sei damit einverstanden, ob er auch mitmacht. Und dann hat sie mich gefragt, der Sukadev wollte das, ob ich auch mitmache. Naja, ich habe gesagt zum Sukadev, das wollen die Leute hören. Und dann hat Sukadev gesagt, okay, wenn das die Leute hören wollen, dann machen wir das. Ja, also ich freue mich sehr, dass das klappt. Ich selbst bin Purnima Elisabeth Kaiser. Ich bin eine von den vier Yoga-Biss-Leuten. Und ich wurde von Atmaram seinerzeit auch akquiriert für das Yoga-Zentrum in München-Unterhaching, das jetzt als Kompetenzzentrum für Business-Yoga fungiert, unter anderem. Das ist auch ein ganz normales Yoga-Vidya-Kooperationszentrum. Ja, neben mir sitzt Hans-Peter Beierl, auch ein Yoga-Biss-Partner. Wir beide führen jetzt durch die Runde, beziehungsweise wir stellen die kritischen Fragen. Und ich gebe jetzt erstmal weiter an den Hans-Peter, der stellt sich am besten selber nochmal vor. Ja, mein Name ist Hans-Peter Beierl. Elisabeth hat es schon gesagt, wir sind Teil von YogaBiz, sind vier Yogalehrer in München, die sich mit dem Thema Business Yoga beschäftigen. Und das Vergnügen hatten wir, diesen Kongress mitzugestalten und auch eine Bausteinausbildung Business Yoga Lehrer BYV, das ist ein Berufsverband von Yoga Vidya, mit zu konzipieren. Und ich freue mich hier abends zu sein, als Yogalehrer und auch als Journalist. Bin beim Süddeutschen Verlag freiberuflich tätig und es ist eine schöne Herausforderung hier auch, einfach zwei so besondere Persönlichkeiten interviewen zu dürfen. Vielleicht fangen wir gleich mal an. Wir haben dich schon gesehen. Ja, Atmaram, du leitest als Yogi ein Privatunternehmen. Sukadev, du bist auch Vollblut-Yogi und hast deine Mission zum Beruf gemacht oder dein Beruf ist eine Berufung. Einfach ein kurzes Statement vorneweg. Was ist schwieriger? Ein Privatunternehmen zu managen oder eine Yoga-Organisation? Da muss ich zögern, kann ich nicht darauf antworten. Ich habe seit ich 18 bin in Yoga-Zentren gelebt, habe also noch nie eine Erfahrung gehabt, in Privatunternehmen zu leiten. Deshalb kann ich da nichts dazu sagen. Eine Ahnung? Wie bei vielen, man muss es gemacht haben, um es zu kennen. Atmaram? Jetzt will ich nicht dieselbe Antwort. Er hat ja auch ein Yoga-Zentrum schon geleitet, das ist eher das Bessere sein noch. Also irgendwie hat es was zu tun mit einem Rudel Wölfe und einem Rudel Löwen. Ne? Was ist jetzt einfacher zu führen? Es gibt da bestimmte Aspekte. Ich denke, dass ich mehr Freiheiten habe in dem, was ich tue. Dass der Sukadev ein bisschen mehr eingebunden ist in bestimmte Richtlinien, Regeln, wo er sich dran halten muss, wo er auch immer sich so darstellt, dass ihr alle auch zufrieden damit seid. Ich rede jetzt zu euch, weil viele hier, glaube ich, vom Haus auch da sind. Und auf der anderen Seite hat er natürlich seine Berufung von Herzen her zu seinem Beruf gemacht und ich habe dafür halt die zwei Welten. Für mich ist jetzt auch neu hier in der Businesswelt zu sein, weil normalerweise, wenn ich hier bin, bin ich halt der Atmaram und habe damit nichts zu tun. Aber hier ging es ja schon so weit, wir hatten gerade eine Yogastunde unterrichtet. Das wird nicht so kurz jetzt, ne? Und da kam dann eine Teilnehmerin zu mir und sie hat gesagt, sie hat irgendwo unsere Sofas gefunden und möchte unbedingt unsere Sofas kaufen. Das heißt, da musste ich dann von der Yogastunde umschalten und insofern war das ganz interessant. Also hier auch
Hier holt mich jetzt auch schon ein. Also Fazit, was ist jetzt schwerer? Ja, ich wollte es ja nicht wirklich wissen. Ich kann nur sagen, dass das eine Zuckerdiff hat nicht von diesen Dingen, also von diesen Zweiheiten, von dieser Geteiltheit heimgesucht. Und dafür glaube ich, dass ich auch zu Hause, so wie ich in meinem Unternehmen auftrete oder auftreten kann, da ein bisschen freier bin, als der Zuckerdiff das ist. So dass ich ihn auch nicht beneide darum. Okay, also keine eindeutige Antwort. Schauen wir mal, ob wir es noch klären. Man kann es vielleicht auch noch vielleicht dort sagen, also wo der Atmaram jetzt gerade darüber spricht, Freiheiten oder Nicht-Freiheiten. Also wenn der Atmaram irgendwas Wichtiges im Unternehmen machen will, dann setzt er sich mit seinem Bruder zusammen, wird das gemacht und damit hat sich das. Wenn ich irgendwas Wichtiges machen will, dann muss ich erst die Mitarbeiterbesprechung zusammenrufen und dann muss ich vorher gucken, finde das vielleicht eine Mehrheit, wie kann ich es besprechen. Dann muss ich gucken, kann das unsere Bad Meinberger Mitarbeiterbesprechung das alleine, brauchen wir für die Nordsee und den Westerwald-Zentren auch noch dazu. Dann müssen mich vorher, müssen die Bereichsleiter darüber informiert sein, wenn es was wichtig ist, dann die Teamleiter. Dann muss die Strategiekommission informiert werden und dann muss es jeweils eine Mehrheit finden und so weiter. Und dann ermutige ich ja auch Menschen, den Advocatus Diaboli zu spielen. Gut, so sind halt die Sachen. Dauern etwas länger und sind etwas schwieriger. Andererseits, nachher kann ich ja auch sagen, wenn was schief geht, es war nicht nur ich. Aber man merkt schon, er muss nachher sagen, ja. Aber man merkt, es dauert etwas länger. Wir wollten eigentlich nur ein kurzes Statement, aber vielen Dank erstmal. Wir kommen auf den Punkt dann noch. Vorher wollte ich nochmal die zwei Welten ganz kurz charakterisieren, die Yoga-Vidya-Welt, nur mit ein paar Zahlen und die Welt Bretz, nicht Bretz, sondern Bretz, Wohnträume, habe ich gelernt, ganz wichtig, weil in Bayern gibt es die Brezen und darum sagen wir Bretz, aber hier ist Bretz. In Norddeutschland sagt man auch Bretz, aber okay, also bei uns zu Hause heißt das Bretz. Okay, also. Das gehört sich im Rheinhessischen so. Also kurz Porträt Yoga-Vidya e.V., nach meinem Kenntnisstand, Start 1992 mit einem Yoga-Center in Frankfurt. Heute gibt es 3 Seminarhäuser bzw. Ashrams, 6 vereinseigene Stadtcenter, ca. 70 Kooperationscenter, so wie meines, auf Franchise-Basis, 160 hauptberufliche Mitarbeiter, bisher ungefähr 6.500 von Yoga-Vidya ausgebildete Yogalehrer und Yogalehrerinnen, 2.000 in Ausbildung, ca. 2.000 Seminare, Aus- und Weiterbildungen jährlich in den Bereichen Yoga, Meditation, Ayurveda, Gesundheit und spirituelles Leben. Das ganz kurz zu Yoga Vidya e.V. War das korrekt? Da kann man das mal ergänzen. 500.000 Deutsche üben Yoga nach unserem System. Das ist sehr beachtlich. Zu Bretz Wohnträume GmbH. Ursprünglich war das ein traditioneller deutscher Möbelhersteller, den es seit über 100 Jahren jetzt gibt. 1895, glaube ich, war das Gründungsjahr, so ungefähr. Erster Tiefpunkt war 1994, von anderen weiß ich nichts. Erstmal nicht, also in jedem Krieg natürlich. Also jetzt schon, ne? Euch betreffend vielleicht. 1995 fand eine Neuausrichtung statt, es entstanden die schrillen Lifestyle-Möbel, die ihr vielleicht aus Big Brother kennt. Kategorie. 10 Jahre jetzt her, glaube ich. Ne? Bitte? 10 Jahre ist das etwa her, die Big Brother. Naja, die sind ja nicht alle erst 10. Kategorie junges Wohnen. Dann fand eine Stagnation bzw. ein Umsatzrückgang statt in 2003, 2004 und ihr musstet Bretz Wohnträume wieder neu erfinden. 2005 eine Neuausrichtung und zwar in Richtung Herz des High-Ends der Möbelbranche. Du wirst dann sicher was dazu sagen können, mehr als ich. Heute, jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort, Luxury Couture Brand, Editor of Love Stories und Vermarktung der Möbel über Dedicated Bretz Brand Stores und Bretz
Horners. Okay, also ja, das ist ein so ein Unterschied auch zu Yoga Vidya, die ja sehr deutsch geblieben sind in ihrer Ausrichtung. Also wir haben eben 70% unserer Aktivitäten liegen außerhalb von Deutschland. Okay. Deswegen auch die Anglizismen, die musst du nicht rechtfertigen. Und man kann es auch schlecht sagen auf Deutsch. Dedicated Brand Store ist gar nicht so einfach. Kann man auf Deutsch schlecht sagen. Wir werden dich nachher fragen danach. Gut, euer gemeinsamer Hintergrund. Ihr seid ja zwei Brüder, also gemeinsame Herkunft. Ist die elterliche Möbelfirma. Wie gesagt, heute gemanagt von dir, Atmaram, und von deinem Bruder Norbert, einem Nicht-Yogi meines Wissens. Beide gleichberechtigt in der Geschäftsführung. Ich weiß es noch nicht, genau. Er hat schon heimlich Yoga geübt. Das kann man sicher aber nicht. Vielleicht kommt er nächstes Mal auch hier aufs Podium. Vielleicht traut er sich nicht zu outen, wer weiß, weil er die Positionen sind ja schon besetzt. In Familien gibt es ja immer Rollen, die Geschwister einnehmen, und die Rolle. Deine ist ein bisschen. Ja, also Familienaufstellung haben wir noch nicht gemacht. Könnte ja noch kommen. Purima macht das ist dann. Ist unwahrscheinlich. Ja, also das kurz zu dem Hintergrund. Also gemeinsame Möbelfirma, gemeinsames Elternhaus. Frage an dich sogar, das, was hat dich bewogen, dieser Möbelfirma den Rücken zu kehren und dein Heil im Yoga zu suchen? Kurz oder länger? Immer kurz, weil wir haben noch viele Fragen. Ich muss überlegen, wie ich das jetzt kurz sage. Kurzzeitig ich zurückdenken kann, habe ich mir die Frage gestellt, was soll das Leben und was ist wichtig im Leben? Wer bin ich, woher komme ich, wohin geht es? Und was ist wirklich Glück? Gibt es nicht irgendetwas Wichtigeres und Höheres als Möbel herzustellen und Geld zu verdienen? Dass Geld nicht glücklich macht, das konnte ich bei meinen Eltern gut sehen und bei den Kunden gut sehen. War besonders groß, 2000 Beschäftigte und alle größeren Möbelfirmen gehörten zu den Kunden. Unser Vater hat uns auch mitgenommen in die Häuser von diesen Steinreichen, weil wir haben leider verhältnismäßig bescheiden zu Hause gelebt, aber dort, gut, da konnte ich sehen, damit wird man nicht glücklich. Dann habe ich mich gefragt, was könnte es dort noch geben, habe dann viel gelesen, bin dann über das Lesen irgendwann zu Hermann Hesse und dort über die Esoterik, das war früher übrigens kein Schimpfwort, sondern ein sehr renommiertes Wort, das sich abgesetzt hat vom Okkultismus. Esoterik war seriös. Da bin ich dann hingekommen. Und dann, nachdem ich viel gelesen hatte, als 14- bis 16-Jähriger, habe ich dann mit 16 angefangen zu meditieren und mit 17 mit Yoga angefangen. Habe dann zwar, weil ich noch nicht wusste, was ich tatsächlich dann äußerlich mit meinem Leben mache, BWL studiert, wie sich das so gehört hat, und habe aber mit 18 eine Yogalehrerausbildung gemacht, und als das Studium dann mit 20 zu Ende war, bin ich dann in die Zentren gegangen. Da war dann auch keine große Frage mehr. Kann man dann sagen, Yoga macht dich glücklich? Ja, hoffentlich. Ich behaupte, der Mensch ist tief im Inneren Glück, Ananda. Und Yoga hilft mir, dieses Glück mehr zu spüren. Und du spürst? Nicht immer, aber immer öfters. Man kann auch nicht sagen, immer öfters, aber wenn ich meditiere und wenn ich irgendwo spüre, da steckt hinter allem eine höhere Wirklichkeit, dann ist dieses Glücksgefühl da. Viele wissen von deiner Vision, Yoga zu verbreiten, Sukadev. Ist sie der Antrieb für dieses Yoga-Imperium, was du geschaffen hast? Die Vision, die du hattest? Gut, Imperium, den Ausdruck mag ich nicht. Imperium heißt Herrschaft und Kaiserreich auf Lateinisch. Nichts von dem ist bei dem, was wir bei Yoga Vidya machen. So, es geht nicht um Herrschaft, es geht nicht um Kaiserreich, sondern es geht um Yoga zu verbreiten. Letztlich für die Verbreitung von Yoga waren zwei wichtige Visionen für mich von Bedeutung. Die eine war 1887 bei der 100-Jahr-Feier von
Swami Shivananda bin ich morgens um 4 Uhr 19. Versprecher gehört zur Aufheiterung meines Vortrags, stehe immer dazu. Die Mitarbeiter kennen mich. Und also zur 100-Jahr-Feier hatte ich dort eine Vision gehabt, da habe ich Swami Shivananda gesehen und er hat mir irgendwo bedeutet, dass Yoga etwas sehr Wichtiges werden würde in der entstehenden Weltkultur und dass Yoga sich sehr stark verbreiten würde, die Menschen verbinden würde und dass ich dort auch eine gewisse Rolle dabei spielen würde. Und dann 1992 auf einer Indienreise, dort hatte ich nochmal eine Vision von Swami Shivananda. Also ich war irgendwo 8 Jahre im Ausland gewesen. Deshalb ist jetzt auch lustig. Mein Bruder ist jetzt sehr international und irgendwo Yoga Vidya scheint sich aus dem deutschsprachigen Raum nicht rauszubewegen. Und dort hatte ich irgendeine Vision in Indien gehabt und dort hatte ich die Vision von Swami Shivananda, ich solle zurückkehren nach Deutschland, soll in Frankfurt ein Yoga-Zentrum aufmachen. Innerhalb von 5 Jahren würde ein Ashram entstehen und daraus eine größere Yoga-Bewegung. Gut, und so bin ich dann auch nach Frankfurt, habe das Zentrum aufgemacht, relativ zügig meine Frau dort gefunden, hatte dann auch dort die richtige Unterstützung und dann ging es dann Schritt für Schritt weiter. Und tatsächlich nach 5 Jahren, nach dieser Vision, sind wir dann auch eingezogen in den ersten Ashram im Westerwald. Okay. Und seitdem trägt so irgendwo die Vision. Okay, gut, danke. Atmaram, du hast das elterliche Unternehmen übernommen, zusammen mit deinem Bruder, und gehst gleichzeitig den Yoga-Weg. Was treibt dich an? Was mich angetrieben hat, das damals zu tun, oder was mich jetzt antreibt? Oder beides? Beides. Beides, okay. Na super, der hat ja so seine Geschichte erzählt. Ich weiß auch von Sukadev, dass er ja in der Zeit, wo ich so 16, 17 war und er 14, 15 war, mehr in sich gekehrt war und ich wohl doch sehr viel unterwegs war mit Freunden, habe viel Sport getrieben in vielen verschiedenen Vereinen, bin eigentlich die ganze Woche immer abends um 10, 11 Uhr erst nach Hause gekommen und war dann auch als in München, waren wir dann beide. Wir haben ja beide Betriebswirtschaftslehre in München studiert und ich hatte meine Freunde und war immer auch weg und Sukadev war relativ schnell, relativ zügig dann in dieses Yoga-Zentrum in der Steinhardtstraße in München gegangen und hat da unterrichtet und geholfen und zum Teil auch schon gelebt. Und irgendwann bin ich mal dahin, um einfach mal zu schauen, was er da macht. Aber es ist nicht so, dass ich ein Bedürfnis hatte, da, dass mich also das Leben jetzt, was ich bisher geführt habe, wo ich das nicht mehr gemocht habe oder nicht glücklich war damit, sondern ich bin einfach mal dahin und habe eine Yogastunde gemacht. Und das war eine ziemlich heftige Yogastunde. Und ich habe dann eine ziemlich gekrümmten Brustwirbelsäule und dann war das, hatte ich irgendwie auf einmal einen Nerv irgendwo in der unteren Wirbelsäule ein Problem und habe dann nicht mehr richtig so die Beine gespürt danach, also es war schon irgendwie eine relativ interessante Sache, ich weiß halt auch nicht mehr so, und dann war ich irgendwie aber doch nochmal hingekommen und da war ich dann nach 3-4 Wochen landete ich irgendwo in einem Raja-Yoga-Kurs, wo man normalerweise erst natürlich Yoga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 machen muss, und aus irgendeinem Grunde ist das passiert und dann bin ich also sehr schnell auch in Yoga gekommen und war nach einem Jahr dann auch Yogalehrer. Für mich war das allerdings immer so, dass das Yoga für mich die Privatangelegenheit, die Privatsache war. Und das Studium und dann die Promotion und dann das Arbeiten bei Siemens danach oder dann später, dann 1991, interessanterweise ähnliches Jahr, dann das Anfangen, also diese Tradition der Familie, die dann irgendwo gerufen hat. Also ich war nie 100% Yogi oder habe meinen Beruf nie in Yoga gesehen, sondern für mich war Yoga eigentlich ja das, wo ich selbst für mich was getan habe und auch unterrichtet habe. Ne? Ich unterrichte ja auch jetzt seit 1983 Yoga-Stunden. Das ist auch, wie lange? 83, 27 Jahre, das ist auch schon ein bisschen was. Und ja, was treibt mich jetzt noch an? Ja.
Also mich treibt besonders so eine Stunde wie eben an, also dieses Yoga mit Musik. Das ist ja eine Sache, wo ich durch die Gemeinsamkeit mit Gopi mich jetzt so ein bisschen rein auch spezialisiere. Das ist das, was mich eigentlich antreibt. Also das zu sehen, wie Menschen dort vorher, nachher, wie viele von euch, die ihr Yoga unterrichtet, was mit Menschen geschieht durch das Weiterunterrichten von Yoga, das ist was mich antreibt. Allgemein treibt mich an zu sehen, wie so eine Spezialität von mir, das kann die Purnima auch bestätigen, Menschen, die irgendwie aus meiner Sicht für etwas bereit sind, in einer relativ fordernd, vielleicht auch aggressiven Art und Weise dazu zu bringen, das auch zu tun. Das kann jetzt sowohl in unseren Unternehmen sein, wenn jemand bisher, ich sag mal, irgendwo im Verkaufsinnendienst tätig war, und ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel unsere Verkaufsleitung in Frankreich übernehmen würde oder sie, dass das ein Riesenschub für sie ist, und dann festzustellen, dass sie das dann tatsächlich tut und daraus ein Wachstum spürt und weiterkommt, genauso wie jetzt im Falle von Purnima, die bei einer Lehrerausbildung, die Gopi und ich zusammen in Griechenland unterrichtet haben, eben bei uns die Lehrerausbildung gemacht hat. Und dann irgendwann danach ging es ein Gespräch, waren so mehrere zusammen, wer macht was danach? Und du hast irgendwie gesagt, ich überlege mir vielleicht, ein Zentrum aufzubauen. Und da war ich dann relativ, auch Geburtshelfer, denke ich, in dem, was dann geschehen ist. Du hast mich einfach gefragt, weil ich hatte nicht die Absicht. Wobei, ich hatte sie nie gefragt, also ich hatte nie, das Business-Yoga-Thema hatte ich, glaube ich, nie angesprochen. Nee, nicht Business-Yoga. Nee, ich meine, das ist das Business-Yoga-Thema, weil dann, ich lebe ja wirklich diese zwei Welten. Ne? In dem Unternehmen ist es auch so, da mein Bruder ja nicht jetzt der große Yogi ist, da ist ein stillschweigendes Übereinkunft, dass da Yoga nichts zu tun hat. Ne? So dass ich wirklich diese beiden Welten parallel lebe. Und davon, glaube ich, auch profitiere. Zumindest profitiere ich davon, dass ich auch so stark im Yoga verankert bin. Ihr hört ja doch eine sehr starke Faszination raus. Hattest du nie überlegt, vielleicht doch das Unternehmen deinem Bruder Norbert zu überlassen und diesen anderen Weg zu gehen? Das klar, zu machen, was dir richtig viel Spaß macht? Von dem Zeitpunkt, wo man Yoga-Lehrer ist, fragt man sich das andauernd. Das war ich jetzt seit 27 Jahren. Und wann ist es soweit? Keine Ahnung. Ist auch schwer zu erklären, warum es nicht so ist. Weil irgendwo hat es wohl was mit Karma zu tun, diesen wunderbaren Begriff. Dharma. Ja? Oder Dharma oder Karma. Ja, das ist auch erstmal eine Ausrede, ne? Zu sagen, es ist schwer, das auch zu tun. Weil irgendwo ist, also ein Ziel ist natürlich, wenn das jetzt eine nächste Frage wäre, die ich jetzt vielleicht selbst stelle, in mehreren Jahren das Unternehmen so weit gebracht zu haben, dass ich rausgehen kann. Natürlich immer ein individuelles Beurteilen, auch ein Unternehmen dazu bereit ist oder nicht. Oder ist es auch das Unternehmerleben? Das Unternehmerleben? Mhm. Das ist immer gut, die Frage zu wiederholen, wenn man nicht gleich eine Antwort weiß. Also du, das Unternehmerleben, dass ich jetzt mehr Luxus Möglichkeiten das habe, ja, dass man auch mal in den Malediven einen Urlaub macht. Ja, es ist schon auch so, dass ich das auch genieße. Also wir können zum Beispiel auch mal entscheiden, dass wir einfach mal 4 Wochen zu Hause sind und einfach leben können, wie wir wollen. Ja, also dieses Thema so unter Beobachtung zu stehen von morgens bis abends, weil man eine bestimmte Leitfigur ist im Yoga, ist sicherlich auch ein Punkt, wo ich mir sage, ich habe Glück gehabt bisher. Ich kann mir vorstellen, als zwei Brüder fängt man unweigerlich immer mal wieder an, sich zu vergleichen, zwei Leben zu vergleichen. Ihr seid ja beide auf eure Art Unternehmer. Seht ihr da manchmal eine Konkurrenz? Also für mich ist dieser Gedanke fremd. Also lange Yoga geht ja in die Sofas von uns auch. Wir haben eigentlich keinen, niemanden was zu beweisen, wo wir jetzt sagen müssten, also wer ist der Bessere. Herr Yoga Vidya ist doppelt so groß wie unser Unternehmen, insofern hat er sogar jetzt dann momentan schon die Nase weit vor. Tja, Sukadev, Yoga Vidya ist mittlerweile ja eine richtig große Organisation geworden.
das Projekt Shanti bringt nochmal eine neue Dimension herein. Seminarhaus, Wohnbereiche für Shanti-Vasis. Es gibt wieder eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Letztes Jahr habt ihr, ich glaube es war letztes Jahr, einen neuen Ashram an der Nordsee aufgemacht. Vorletztes Jahr. So wie ich euch kenne, ist der nächste schon in Planung, wo auch immer der dann stehen wird. Am Meer. Der nächste in den Alpen. In den Alpen. Freuen wir uns. Und die Elisabeth Purnima hat ja eingangs gesagt, ihr seid wahnsinnig schnell gewachsen. 35% pro Jahr, hast du gesagt? Stimmt das? Weiß du nicht. Weiß ich mehr als ihr. Vielleicht, ja. Aber gibt es da nicht so etwas wie eine kritische Unternehmensgröße? Bei schnell wachsenden Unternehmen ist ja oft der Verdacht da, wie lang wächst die Organisation so schnell mit? Oder gibt es da nicht die Gefahr, dass das irgendwann mal auseinanderbricht? Mit Größe ist natürlich relativ. Wir haben gerade den Vortrag gehört von, wie war der Name? Frau Stellwand von der Firma Consor. Sie hat gesagt, 180 Mitarbeiter, kleines mittelständisches Unternehmen. Wir haben auch 180 Mitarbeiter, also es ist bei weitem nicht irgendwo ausgesprochen groß. Dann ist natürlich auch einiges relativ, letztlich da vielleicht was groß, was klein ist. Eben die Firma, aus der wir beiden stammen, irgendwo, die hatte 2000 Beschäftigte, war die viertgrößte Möbelfirma Europas. Und mein Vater hat noch in sehr viel größeren Dimensionen damals schon gedacht, was er mit uns vorhatte. Und von daher, also von auch bei Swami Vishnu war international ausgerichtet, sind vielleicht heute weniger Mitarbeiter als Yoga Vidya, aber dafür sehr viel weiter gestreut. Also ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt so ausgesprochen groß sind. Wir können uns hier für Bad Meinberg relativ groß halten, aber wenn man einmal in München auf dem Marienplatz ist, da sieht man mit einem Blick mehr Menschen dort, als hier vielleicht das ganze Jahr Yoga-Seminare machen. Aber die Frage war, ich kann mich kurz fassen. Wie groß soll denn Yoga Vidya werden? Ich wollte gerade eine Anekdote erzählen. Wir waren mal in Rom gewesen mit der Familie am Petersplatz. Und da war ich ja dieser große Altar. Und da hast du gerade gemeint, das wäre bestimmt mal interessant, da zu stehen und drumherum 100.000 Leute zu haben, die dann mit oben singen. Ist das die Dimension? Ich hätte nichts dagegen, wenn sich so groß entwickelt. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es so bleibt wie jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke... Nicht so, dass ich denke, wir müssen unbedingt wachsen, sondern meine Vorgehensweise oder meine Überlegung ist, was auch immer, ich sage Swami Shivananda irgendwie von uns will, das können wir machen. Und da bin ich auch von meinem Meister Swami Vishnu inspiriert, der auch groß denken konnte, aber dann im Kleinen zufrieden war. Irgendwann hat er die Vorstellung gehabt von Himalaya bis Kanyakumari, Südindien, dort eine Menschenkette zu bilden, die Om Namo Narayanaya für den Frieden singen, und das sind 3000 Kilometer und das mal 1000 Menschen. Also irgendwo hätte es dort 4-5 Millionen Menschen sein müssen, und nachher sind, ich glaube, 150 Kilometer zustande gekommen, und da war er auch ganz froh. Also deshalb ist jetzt nicht, es muss groß werden, es kann so bleiben wie jetzt, es könnte sich auch verkleinern. Aber es war noch eine andere Frage, gibt es irgendetwas, was so eine kritische Menge ist? Und in gewissem Maße haben wir eine gewisse kritische Menge erreicht. Es gibt ja diese Law of 150 und manchmal Law of 120. Das heißt, wenn irgendwo hat man rausgefunden, bis zu einer gewissen Zahl von Menschen ist das Hirn der Menschen bereit, mit ihnen Kontakt zu knüpfen. Und bis zu 150 Menschen kann der Mensch Kontakt knüpfen. Jetzt hat der Mensch typischerweise eine ganze Reihe von Kontakten außerhalb von sowohl Yoga Vidya oder vom Arbeitsplatz. Also wenn ein Unternehmen eine Größe von 100 bis 120 erreicht oder auch ein Verein oder eben ein Ashram, ab dann ist es nicht mehr das Gleiche. Nicht mehr jeder kennt jeden. Es war irgendwo, als wir Yoga Vidya weit diese 120 erreicht haben, bis dahin kannte fast jeder jeden.
Und ab da gibt sich keiner mehr die Mühe, jeden zu kennen. Sodass jetzt vielleicht außer meiner Frau, die das Seba-Team hier irgendwo leitet und die Seba-Teamleiterin, vermutlich niemand alle Mitarbeiter per Namen kennt. Und das war auch erstmal etwas, was wir dort akzeptieren mussten. Oder wir haben ja eine Mitarbeiterbesprechung, die einmal die Woche ist. Und als wir irgendwo vereinsweit die 120 erreicht hatten, weil die Teilnahme an der Mitarbeiterbesprechung ist niedriger geworden. Vorher waren eigentlich immer fast alle da. Und wenn wir jetzt eine Mitarbeiterbesprechung haben von den 130, glaube ich, in Bad Meinberg, die da sein könnten, sind teilweise 30, 40 dabei. Und viele müssen anderes machen, und viele sind nicht dabei. Und so muss das dann auch andere. Es sind halt mehr kleinere Gruppierungen, Vernetzungen, und es gibt die gemeinsame Herzens natürlich, und es gibt vieles andere, was zusammenhält. Aber es ist nicht mehr jeder kennt jeden, sondern es sind mehr netzwerkartig, um wie das alles zusammenkommt. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. So seit 3 Jahren sind wir irgendwo dabei, das so zu gestalten, dass da eine andere Basis als vorher ist. Also es gibt Untergruppen jetzt mittlerweile. Und wie ist denn deine Rolle dabei ganz konkret? Wie hält man so eine Organisation zusammen? Wie ist dein Tagesablauf? Um gleich mal weiterzumachen, das kannst du dann in einer Antwort, glaube ich, beantworten. Du bist ja auch verheiratet, gibt es ein Familienleben, gibt es Freunde, Interessen außerhalb von Yoga Vidya? Also ich würde mal vorschlagen, eins nach dem anderen. Aber das passt zusammen, glaube ich. Ansonsten bräuchte ich mein Notizbuch, um das aufzuschreiben. Okay, also wie ist deine Rolle in dieser Organisation, in dieser großen Organisation? Wie hältst du diese Organisation zusammen? Gut, meine Rolle ist der spirituelle Leiter von Yoga Vidya. Und das ist sicherlich die wichtigste Rolle. Gut, dann bin ich Vereinsvorsitzender und wir haben ja auch eine gewisse Struktur. Da gibt es dann die Ashram-Leiter in Westerwald und Nordsee. Es gibt den Koordinator der Yoga-Vidya-Zentren in Vedamurti, der irgendwo da ist. Wir haben den Koordinator der Yoga-Vidya-Stadtzentren, Manohara. Dann haben wir hier im Haus 4 Bereichsleiter. Mit jedem von denen habe ich jede Woche ein einstündiges Gespräch, bei denen, die nicht in Bad Meinberg sind, läuft das über Skype und ansonsten persönlich. Und so habe ich eben dieses und die Bereichsleiter, Ashramleiter, Koordinatoren sprechen wiederum mit ihren Teamleitern und so. Ist eine gewisse hierarchische Sache, dann natürlich die gemeinsame Mitarbeiterbesprechungen dort, wo wir über alles Wichtige sprechen. Dann haben wir die Satsangs, mit denen wir uns spirituell verbinden. Das ist also die Schwingung. Gut, und dann haben wir das, was wir als Yoga Vidya Smriti bezeichnen, die Regeln für die Mitarbeiter, über die wir dann auch, da gibt es 2 Teile. Es gibt einen Teil, wo wir sagen, der ist nicht änderbar, das ist unser, deshalb sind wir da, darum geht es bei Yoga Vidya. Darüber wird auch nicht demokratisch abgestimmt. Das ist eine Seite und dann, weiß jemand? 5S und 3K, oder? Ja, es gibt die 3Z, die 4S und die 5Ks. Und danach kann man noch 100 Seiten, wo wir dann regelmäßig drüber abstimmen, wie wir das machen wollen. Das alles hält das Ganze zusammen. Am meisten hält es der Segen von Swami Shivananda zusammen. Okay, und wer hat den betriebswirtschaftlichen Überblick? Ich hoffe, der Steuerberater. Okay. Aber vermutlich ich auch. Ja, wie ist dein Tagesablauf? Nochmal zur Wiederholung. Du bist verheiratet, gibt es ein Familienleben, Freunde, Interessen außerhalb von Yoga Vidya? Gut, also fangen wir an. Tagesablauf. Und wie sieht deine Work-Life-Balance aus? Weil ich kriege manchmal E-Mails von dir nachts um 3, glaube ich. Also 3 Uhr ist selten, aber ab 4 Uhr ist es möglich. Okay, um 4 Uhr. Gut, also ist nicht immer gleich, aber jetzt momentan stehe ich typischerweise um 4 Uhr auf. Danach mache ich meine 1,5 Stunden Asanas und Pranayama. Danach sitze ich typischerweise am Computer, schreibe ein paar E-Mails, Geburtstags-E-Mails schreibe ich besonders gern. Schreibst du die selbst?
es gibt ein Programm und da wird irgendwo, kriege ich natürlich diese E-Mails dort, aber ich schaue sie mir an und schreibe manchmal noch ein paar persönliche Worte dazu und dann klicke ich auf Senden und und sagt, das Om Trayambakam dabei, also wer E-Mails von mir kriegt, da habe ich ein Om Trayambakam gleichzeitig gesagt und stelle mir irgendwo vor, dass alle von uns ausgebildeten Yoga-Lehrer irgendwo kriege ich so einmal im Jahr eine Verbindung zu jedem Einzelnen. Also mich hat das sehr, sehr gut. Als ich letztes Jahr in Vietnam war und da hatte ich die Gelegenheit, meine E-Mails abzurufen und kriege ich tatsächlich ein Geburtstags-E-Mail von Sukadev. Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann war eben meine Vermutung, das konnte ich selber machen. Da gibt es ein Programm und das automatisiert den ganzen Prozess und wenn einer Geburtstag hat, dann wird das rausgeschickt. Aber umso mehr verblüfft es mich, wenn es jetzt tatsächlich persönlich geschickt ist, freut mich noch mehr und wirft die nächste Frage auf. Wir sind jetzt erst um 6:30, den Rest mache ich dann kürzer, gut, 7 Uhr ist relativ häufig dann der Satsang. Und danach gehe ich nochmal kurz zu uns in der Wohnung, nehme manchmal ein leichtes Frühstück. Meistens dann auch meine Frau auch da. Also sie ist sowieso da, aber sie steht nicht um 4 Uhr morgens auf. Sie steht etwas später auf. Aber das ist das Familienleben? Nein, das ist nicht das. Gut, danach habe ich typischerweise morgens meine Besprechungen. Um 11 Uhr essen wir zusammen bei uns oben in der Wohnung. Dann am Nachmittag gibt es dann Besprechungen und auch vieles dann auch zu tun. Und danach haben wir beide wieder Abendessen und danach gibt es wieder einiges am Computer zu tun, mit Menschen zu sprechen, Satsang zu geben, Vorträge zu geben. Gut, und einmal die Woche haben wir einen freien Tag, was meistens heißt von 12 bis abends. Und dann gehen wir zusammen in Urlaub und 1-2 Mal. Wie lang? 2 Wochen im Jahr, glaube ich. Manchmal ein zweites Mal, dann sind es noch 5 Tage. Aber seit sie jetzt selbst eine Psychotherapie-Ausbildung mitmacht, seitdem hat sich der Urlaub auf einmal im Jahr reduziert. Und ja, und ab und zu mal gehen wir dann halt auch abends auch zusammen aus. Gut, das ist dann, wenn ich nicht unterrichte und ein Drittel im Jahr unterrichte ich ja und dann kommen da halt noch 3 Vorträge am Tag dazu. Also die nächste Frage, fühlst du dich nicht manchmal erdrückt von deinem Arbeitspensum, auch von der Last auf deinen Schultern? Kommt manchmal die Idee, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr? Gibt es das manchmal oder bist du davon frei? Also voll wird der Ausdruck der Work-Life-Balance. Den Ausdruck finde ich jetzt bei mir nicht zutreffend. Ich sehe nicht, es gibt das Leben und es gibt die Arbeit und das sind 2 verschiedene Dinge. Sondern irgendwo, es gehört alles so zusammen. Ich mag es auch irgendwo, dass das eine ins andere übergeht und miteinander verbunden ist. Auch natürlich, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, unsere Gespräche sind dann auch typischerweise irgendwo um Yoga-Sachen und was im Ashram so geschieht und wie man was verbessern könnte. Und wenn wir also dort, und so ist das jetzt nicht so, dass man sagen kann, so Unterschied. Es ist auch nicht so, dass ich das jetzt als eine große Last empfinden würde im Alltag oder dass es mich erdrücken würde, sondern im Normalfall fühle ich dort eine Führung und es zwingt mich ja auch keiner, das so zu machen, sondern ich spüre irgendwo, da fließt eine Energie durch mich hindurch und da fließe ich eben mit. Gut, es gibt Momente, wo es dann ein bisschen schwieriger wird und typische Momente sind, wenn irgendein Mitarbeiter, der längere Zeit da war, dann irgendwo sich entschieden hat, Yoga Vidya zu verlassen, dass es dann wie so ein Teil des Herzens, das dort rausgerissen wird und dann wird es dann doch etwas schwieriger oder manchmal, wenn es eine Mitarbeiterbesprechung gegeben hat, wo es ein bisschen hohe Wellen geschlagen hat, wo ich dann auch denke, warum tue ich mir das an? Okay. Das ist, was die Menschen dann denken. Aber ich fange mich dann auch wieder schnell.
Denn letztlich, das ist tatsächlich, bin ich relativ häufig, nicht immer, aber relativ häufig so auch in dieser Flow-Erfahrung. Ich habe ja auch die Gelegenheit irgendwo, dann auch kreativ das zu tun, was ich gerne machen will. Noch einen Schritt in diese Richtung. Du lebst, ich sage jetzt einfach mal, den integralen Yoga nach Swami Shivananda. Also Yoga der Meditation, der Weisheit, des Wissens, der Tat, der Hingabe an Gott. Glaubst du, in diesem Leben die Selbstverwirklichung zu erreichen? Du darfst auch Nein sagen, oder? Ich beantworte die Frage nicht, ich habe abgesprochen. Ich hoffe es. Glaubst du es oder hoffst du es? Ja, hoffen tun wir es immer. Ja. Wenn man von Glauben spricht, letztlich Selbstverwirklichung, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, gilt eigene Anstrengung, und das zweite ist die göttliche Gnade. Und selbst anstrengen kann ich mich dort und kann probieren, all das zu tun, was als karmische Aufgabe da ist. Und da gehört sicherlich auch etwas dazu, dass ich nichts für ein etwaiges zukünftiges Leben aufbewahren will. Das soll in diesem Leben abgeschlossen sein, und dann, der Rest ist dann Gnade, und da wäre es jetzt vermessen zu glauben, dass ich diese Gnade erfahren würde. Und da gilt es mehr, eben zu beten und demütig zu sein. Und letztlich wird geschehen, wie es geschehen wird. Dann gibt es natürlich noch einen zweiten Aspekt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, wir arbeiten jetzt ganz furchtbar hart und irgendwann erreichen wir hoffentlich die Selbstverwirklichung, sondern es ist ja so, den spirituellen Weg zu gehen an sich ist schon schön. Und die Meditation auf dem Weg erfährt man auch, eigentlich bin ich ja schon selbst verwirklicht. Und das ist auch etwas, wo ich viel Wert drauf lege, immer wieder am Tag, also jetzt nicht nur morgens zu meditieren, abends zu meditieren, was ich ja mache, und meine Morgen-Asanas und Pranayamas und so zwischendurch kleine Momente, wo ich mir bewusst bin, hinter allem gibt es diese eine kosmische Wirklichkeit. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche oder was auch immer ist, bitte ich immer um die Führung, und so ist das immer auch da. Also auch letztlich nicht so gut. Als 17-Jähriger hatte ich irgendwann gedacht, ich muss intensiv praktizieren, in 12 Jahren ist die Selbstverwirklichung da. Irgendwo in Swami Shivananda, das Buch Sadhana steht, jeder, der 6 Jahre lang ernsthaft übt, der erreicht die Selbstverwirklichung. Und dann habe ich gedacht, ich bin nur halb so ernsthaft, wie es der Swami Shivananda vorsieht. Also werde ich das in 12 Jahren schaffen. Gut, und dann wurde ich irgendwann 29 und hatte nicht die Selbstverwirklichung. Vermutlich bin ich auf Reisen gegangen und habe dann Yoga Vidya gegründet. Du musst einfach noch ein paar Aufgaben hier erfüllen, glaube ich. War noch Aufgaben zu erfüllen. Und jetzt ist es nicht mehr so irgendwo, ich muss jetzt unbedingt sofort, denn ich sehe nicht immer den großen Unterschied dort. Denn auch ich gehe durch, wie ich vorher gesagt, durch manche Emotionen, aber irgendwo tief im Hintergrund weiß ich, da ist dieses eine kosmische Selbst. Gut, danke. Atmaram? Dich habe ich erlebt in den 2 Welten, in denen du lebst, als Unternehmer im Business stehend, und dann, so kommt mir das immer vor, wird der Hebel umgelegt und dann bist du in der anderen Welt, Atmaram, der Yogi, mit einem Om tief aus dem Urgrund der Seele, 2 Seelen wohnen auch in meiner Brust, der mit Eifer und vielleicht sogar auch mit Hingabe Pujas zelebriert. Ich denke an Griechenland, erster Abend Yogalehrerausbildung. Wir hatten von nichts eine Ahnung, Atmaram macht eine Puja, alle waren völlig irritiert. Oder 8 Stunden Hanuman Chalisa rezitierst. Das war mir die Kopie, ist dann schuld an der Hanuman Chalisa. Okay. Aber das mit der Puja in Griechenland, das ist ja nicht so häufig, dass also gerade am Anfang einer Yoga-Lehrerausbildung macht man ja alles, damit die Yoga-Lehrer, also die Kandidaten nicht jetzt das Weite suchen sofort. Und da hatte ich also irgendwie aus dem Grunde, ich habe mir das eigentlich vorgenommen, die Gopi hat es mitgemacht, so eine Puja gemacht haben. So richtig so eine Stunde dann mit Puja und die Figuren mit Wasser übergießen und all das. Und es ist keiner weggelaufen danach.
4 Wochen eingebucht und konnte aber nicht weglaufen. Ich war ab vom Schuss, dass wir gar nicht weg sind. Aber das war noch nicht die Frage. Die Frage war, als Unternehmer bist, oder die Frage ist, als Unternehmer bist du ja gewohnt, die Dinge aktiv zu gestalten nach deinen bestimmten Vorstellungen. Sukadev meinte mal, du hättest einen starken Willen. Funktioniert es auch im Yoga? Kann man die Selbstverwirklichung erzwingen? Also zunächst mal funktioniert in meinem Business nichts nach meinen Vorstellungen. Ganz übertrieben ausgeführt. Also das war ja so, also auch wieder in der Historie, die ersten 3-4 Jahre, das war ja auch ganz interessant, 1991 habe ich mich entschlossen, dann dieses Familienunternehmen weiterzuführen. War vorher gewohnt, in München zu unterrichten, bin dann nach Gensingen gezogen und war da auf dem Trocknen vom Yoga her. Und dann ein Jahr später kommt Sukadev nach Frankfurt und war dann meine Rettung, weil ich dann in Frankfurt meine Yoga-Praxis dann oder auch mich einbringen konnten im Zentrum. Und dann hatten wir erst 2-3 sehr schwierige Jahre, in denen sehr wenig von dem umzusetzen war, was wir wollten. Wir hatten nämlich das Unternehmen jetzt von einem traditionellen Möbelunternehmen, wir hatten festgestellt, also für mich sehr prägend war eine Erfahrung, dass ich 2-3 Jahre selbst im Außendienst unterwegs war. Ja, also wenn ich zu den Kunden gefahren bin und wenn man dann merkt, dass all das, was man tut, andere auch tun und keiner auf mich gewartet hat, da war halt der Punkt, was können wir anders machen? Und das hatten wir dann in 2-3 Jahren probiert, haben damit das Unternehmen fast zugrunde gerichtet. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber dann kam eine Messe, eine Möbelmesse, wo wir auf einmal mit dem, was wir gemacht hatten, Erfolg hatten. Und dann kamen so 6-7 Boomjahre bis 2001, wo dann wirklich das Unternehmen dann sich verfünffacht hat in 7 Jahren. Also wo dann das waren diese Wachstumsraten von 35% pro Jahr. Und ganz auf einmal war das 2001 dann vorbei. Wenn jetzt die Purnima sagt, dass ich gewohnt bin, das umzusetzen, was ich möchte, also dieser Zug, Dinge weiterzuentwickeln, auch aus der Vergangenheit, das Unternehmen ja sehr viel größer war, nicht nur beim Sukadev, sondern auch bei mir etwas ausgeprägt. Also ich stelle mir immer vor, dass im nächsten Jahr sich unser Umsatz mindestens um 30%, 40%, 50% verdoppelt. Und dass wir in den nächsten 2 Jahren unseren Umsatz verdoppeln können. Das hat sich seit 2001 nicht realisiert. Seit 2001 ist der Umsatz in unserem Unternehmen rückläufig. Das heißt, wir haben etwa ein Drittel weniger Umsatz als 2001 aktuell. Aus verschiedenen Gründen. Also insofern trifft eher das, dass ich nichts von dem realisiere, was ich realisieren wollte in diesem Business, eher als dass ich alles realisieren kann. Okay, aber jetzt im Yoga. Also im Yoga habe ich eher das Gefühl, wir hatten ja dann, Gopi und ich, 2001, eigentlich hatte ich mir die Idee, Gopi hat es mitgemacht, aber dann nachher die Führung übernommen. 2001 haben wir Yoga Vidya Mainz gegründet. Das war so der Punkt. Du hattest vorher gefragt, ich war immer, seitdem ich Yogalehrer bin, habe ich immer das Thema, höre ich mit dem zweiten Leben auf und gehe ganz in dem einen Leben auf. Und dann war eben, ja, wenn sich das mit dem Unternehmen schon so gestaltet, dass ich da jetzt nicht raus kann, dann fangen wir ein Yoga-Zentrum zusammen an, vielleicht geht es ja dann schneller. Gut, und dann hatten wir in Mainz einen fulminanten Start gehabt. Von allen Werbemaßnahmen, die ich je gemacht habe, war das wohl die stärkste Werbemaßnahme. Und da hatten wir in Mainz an der Eröffnung 500 Leute am Eröffnungstag. Und ab dem ersten Tag ist das Zentrum gelaufen. Da hatten wir, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da hatten wir diesen Slogan, Yogis wollen nur das eine. Ja, sehr tief spirituell begründet. Sehr wichtig, dass Yogis nur das eine wollen. Aber es hat irgendwie durch die Zweideutigkeit sehr viel Aufmerksamkeit erweckt und ganz Mainz war auch immer da. Und da ist tatsächlich Protestbriefe an mich gegangen. Und da, das war so wirklich da, wo ich das Gefühl hatte, da hatten wir was gewollt und das hat funktioniert. Und das ist dann auch in Mainz, also es gab nie mehr eine andere Werbung, die also so viel da verändert hat. Das ist ja von null auf irgendwie ein Level passiert. Da gab es unsere Höhen und Tiefen und irgendwie gab es dann in Mainz eine Situation, die der Sukadev hier öfters erlebt. Das war dann die Situation, wo irgendwie aufkam, dass wir doch eigentlich Heuchler sind.
Das war auch so, das war so. Fünf Leute waren es, sieben Leute und wir zwei waren dazwischen. Und irgendwie hieß es dann, gut, was wir auch wirklich, haben uns nicht so viel an der Gemeinschaft beteiligt und dies und jenes und haben eigentlich auch natürlich das Businessleben gelebt und waren halt in dieser Gemeinschaft drin. War die schon so weit, dass dann die Zentrumsleitung jemand anders übernommen hat und da kam das auf und wir hatten halt nicht ausgehalten, was der Sokrates öfters mal ausgehalten hat und wahrscheinlich zweimal im Jahr aushält in seiner Position. Und das hat uns dann wieder rausgespült letztendlich. Auch wenn es danach dann alle gesagt haben, das war nicht so gemeint. Und, aber letztendlich hat uns das aus dem Yoga-Zentrum rausgespült, sodass wir seit zwei Jahren jetzt relativ viel frei Leben haben. Ne, also das, was der Sukadev überhaupt nicht hat, ne, von den zwei Wochen. Also wir haben schon so 5-6 Wochen Urlaub im Jahr. Und wir haben relativ viel Zeit auch miteinander, was wir auch sehr genießen. Wie ist das mit der Selbstverwirklichung? Ob man die erzwingen kann, genau, jetzt da drauf. Weil du ja sehr... Ich hatte viel nachzuholen jetzt eben. Okay. Also wie gesagt, der Hebel wird umgelegt und dann kommt ein Om, dass der ganze Saal wackelt und es wird mit Eifer und Herzblut, nehme ich mal an, Puja zelebriert und man hat so den Eindruck, ich will es jetzt erreichen. Nicht jetzt. Aktuell, jetzt. Ja, schon jetzt, besser, in dieser jetzt Sekunde, klar, natürlich, wann sonst? Aber, ja, also... Ja, wenn es schon in den anderen Lebensbereichen nicht so geht, sondern... Dann ist es da. Dann ist es da sicherlich noch schwieriger. Und, irgendwie hat es auch mit dem Punkt zu tun, was ist jetzt Dharma, also was ist das, was ansteht? Was ist das, was zu tun ist? Also auch, was muss man tun, was muss man annehmen, dieses alte Sprichwort, ne? Gott gibt mir die Kraft, das zu verändern, was ich ändern kann, das zu akzeptieren, was ich akzeptieren muss und dann das Allerwichtigste ist dann die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden und da immer hin und her zu gehen und dann da, wo es geht, tatsächlich auch zu arbeiten und da, wo es sein muss, das auch zu akzeptieren, das ist so ein Teil meines Lebens geworden und du hast das schon richtig gesagt, also ich bin eher ein sehr ungeduldiger Typ. Und auch im Vergleich zu meinem Bruderherz bin ich auch etwas, ja, manchmal ein bisschen aufbrausender, manchmal ein bisschen emotional, also auch von hinten hoch jauchzen zu Tode betrübt. Und diese Schwankungen, die lebe ich schon sehr viel intensiver aus. Und eine Sache, die ich sicherlich in diesen Jahren seit 2001 gelernt habe, ist Geduld zu haben. Dass eben das nicht klappt oder funktioniert, was ich denke, dass jetzt funktionieren muss. Okay. Also nach Mainz ging es back to business, wenn ich nochmal aufs Business zurückkommen darf. Du hattest ja nicht nur Krisen erlebt mit deinem Unternehmen, sondern bestimmt auch viele Erfolge. Was war denn dein größter Erfolg und wie viele Menschen waren daran beteiligt? Werden die auch an diesen Erfolgen beteiligt? Okay, also grundsätzlich habe ich auch gelernt, dass Dinge, die passieren, nicht mein Erfolg sind, sondern dass jetzt nicht nur Geschwätz im Team das macht, sondern es ist eine Gesamtheit, es ist eine Schwingung, die irgendwie ein gesamtes Unternehmen sind immer Menschen, dazu bringt, sich in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Was war das Wichtigste? Für mich die Dinge, wo ich mich wirklich freue, sind tatsächlich Dinge, wo Menschen aus ihrem, es gab ja dieses Bild, war das gestern oder heute Morgen, dass Menschen normalerweise wie eine Kugel in einer Kugel drin liegen. Und es ganz schwer ist, aus dieser Kugel rauszukommen. Und wenn ich es mal schaffe, Menschen aus dieser Kugel rauszubekommen und die das auch durchhalten und nicht durchdrehen dabei und auch den Spaß haben, wo man sieht, dass sich das verändert, das sind die Dinge, wo ich Freude dran habe. In der Zeit, wo wir im Unternehmen so viel Erfolg hatten, das hat mir der Sukadev irgendwann mal gesagt, er hat noch nie mitbekommen, dass ich irgendwann mal wirklich Spaß an dem Unternehmen hatte. Oder dass ich zufrieden bin mit dem, was erreicht wurde. So Spaß war, ne? Schon, aber nicht zufrieden. Nicht zufrieden mit dem, was erreicht worden ist. Also die wirklichen Glückserlebnisse sind die, also in der Yogastunde oder auch im Unternehmen, wo Menschen dann aus ihrem normalen Denken herausgekommen sind. Und ich bin auch sehr provozierend dabei. Das kann auch sehr unangenehm werden. Das
Ist das deine Art? Das auch nicht immer. Ist das dann deine Art der Erfolgsbeteiligung, die Menschen zu fordern? Ich habe eben versucht, mich da irgendwie vorzudrücken, aber es gibt in dem Unternehmen jetzt keine spezielle Erfolgsbeteiligung. Insofern, dass man sagt, es gab, wie man vielleicht jetzt auch entnehmen konnte, die letzten 9 Jahre auch keinen Erfolg zu beteiligen. Insofern kann ich mich da schön rausziehen. Im Prinzip ist es so, wenn jemand im Unternehmen wirklich da erfolgreich ist mit dem, was er macht, dann hat auch eine Entwicklung im Unternehmen. Klar. Aber es ist kein Gewinn jetzt aufgeteilt worden. Es muss ja nicht unbedingt monetär sein. Mhm. Sprichst du auch manchmal ein Lob aus? Ja, das ist wohl eine große... Wobei der Supertipp sehr viel sich zum Positiven verändert hat, wie ich höre. Weil ich mal, an mir wird noch mehr gearbeitet momentan. Mit dem Loben, das Thema. Ne? Das ist so eine Familienkrankheit. Auch der Vater hat uns nicht so oft gelobt, das mehr loben. Und das ist wohl auch eines der Projekte, die jetzt bei mir ganz oben anstehen. Wobei es ist schön zu loben. Also ich merke das immer auch, also wenn das also wirklich auch, man kann ja nicht loben und so tun, als ob man loben würde. Das muss ja auch von Herzen dann sein und auch dann Sinn machen. Aber dann macht das auch richtig Spaß, dann zu sehen, wie Menschen dann auch dann dadurch aufblühen. Also im Kopf ist das schon alles klar. Mit der Umsetzung, das ist auch so eine, das ist ja diese Kohle, ne? Also dieses Gopi versucht auch sehr viel, weil sie ist eine Meisterin im Loben. Aber also diese Kohle ist sehr tief, wo ich da noch drin bin. Gopis Lob muss für beide reichen, oder? Ja, momentan noch, ja. Noch? Oh, das klingt ja sehr hoffnungsvoll. Ja, das Spiel erreicht, wenn ich das schaffe. Ja, Sukadev, bei Yoga Vidya arbeiten Mitarbeiter, glaube ich, weiß es jetzt nicht so genau, gegen freie Kost und Logis, Taschengeld, Krankenversicherung, Altersabsicherung, wenn sie länger dabei sind. Gibt es geregelte Arbeitszeiten? Gibt es genügend Zeit für die eigene Yoga-Praxis? Gibt es auch genug Freizeit? Manchmal hat man den Eindruck, es gibt Mitarbeiter, die sehr engagiert sind, auch gestresst wirken. Vielleicht brennen manche aus, weiß ich nicht. Wie gehst du damit um? Viele Fragen. Eine kurze Antwort. Wir probieren so zu machen, dass es allen Menschen gerecht wird. Wir haben so bestimmte Minimum-Seva-Zeiten, wie wir es nennen. Wir sprechen nicht von Arbeiten, sondern es geht eben darum, wir wollen dienen. Und die Menschen machen ihr Sadhana, machen ihre spirituelle Praxis, gehen in den Satsang und haben auch Urlaub. Sie haben Freizeit, einen freien Tag. Und manche finden, es müsste mehr Freizeit geben, manche finden, es muss weniger Freizeit geben. Es gab ja diesen Professor heute Nachmittag, der so ein bisschen gesprochen hat, es gibt Menschen, die machen sich ihr Leben ein bisschen gemütlicher und kümmern um sich selbst. Die wird es vermutlich auch geben. Es gibt solche, die sich sehr engagieren und dabei richtig aufblühen und sich richtig entwickeln. Und es gibt solche, oft sind es die gleichen in einer anderen Phase, wo die vielleicht die Verantwortung sehr intensiv übernehmen und dann besonders viel machen und dann vielleicht auch mal so kurz vorm Burnout landen und sich dann irgendwo wieder regenerieren müssen. Also vermutlich ähnliche Sachen, wie es überall sonst auch gibt. Und da bemühen wir uns dort, das menschgemäß zu machen und wir versuchen, dort immer wieder Lösungen zu finden und da sprechen wir dann immer wieder drüber, probieren Neues aus und hoffen, dass wir so immer bessere Modelle dort schaffen. Aber es ist natürlich auch klar, auch bei uns sind die Seva-Zeiten durchaus da. Okay. Und bei manchen sind sie halt sehr massiv da. Zu diesem Thema. Ich bin sicher, auch die Surya hat gerade die letzten Wochen jenseits von allen Minimum-Seva-Zeiten war sie tätig. Aber das kann dann eben auch in den Flow hineinführen und dann ist es toll. Und dann fühlt man sich so in dieser Schwingung und in dieser Geführten, dann ist alles toll und dann macht es auch nichts aus. Und wenn das dann mal nicht ist, dann muss man halt schauen, dass man wieder sich einschwingt. Und da kriegen die Mitarbeiter ja hier genügend Unterstützung, denke ich mal, an diesem Ort. Und manche würden denken, sie kriegen nicht genügend Unterstützung und wir müssen uns immer wieder verbessern, immer wieder daran arbeiten, dass es besser wird.
Wenn Mitarbeiter sich wirklich wenden und um Hilfe bitten, dann hoffe ich, dass die Hilfe gibt. Aber manchmal gibt es Menschen, die bitten nicht rechtzeitig um Hilfe und dann wird es manchmal etwas schwieriger. Die Schwierigkeit ist auch, solange Menschen Yoga praktizieren, in der Schwingung sind, dann ist die Hilfe sehr einfach. Aber angenommen, jemand kommt aus der Schwingung irgendwo raus, weil er irgendwo nicht rechtzeitig Hilfe gesucht hat, dann wird es ein bisschen schwieriger, denn irgendwo das Ganze basiert auf dem Yoga-Weg. In dem Zusammenhang, viele Menschen kommen ja zum Yoga, weil sie Hilfe suchen, weil sie enttäuscht sind, krank sind, vielleicht auch im normalen Arbeitsprozess nicht zurande kommen. Kann jeder bei Yoga Vidya Mitarbeiter werden? Jeder kann sich bewerben. Aber es kann nicht jeder Mitarbeiter werden. Wir haben, letztlich gibt es nur 180 Mitarbeiter. Wenn jetzt 80 Millionen Mitarbeiter werden wollen, das geht nicht. Und wir haben schon auch festgestellt, es gibt bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die besser sind oder die geeigneter sind als andere. Und natürlich auch spirituelles Interesse muss da sein. Menschen wollen an sich arbeiten. Menschen wollen auch geben. Wer einfach nur Rückzug sucht und irgendwo eine heile Welt zum Ausruhen sucht, das geht nicht als Mitarbeiter. Wird auch mal jemand entlassen? Also entlassen haben wir bisher äußerst selten. Ja, also es gab zwei Fälle die letzten Jahre, wo es aber in einem Fall ist jetzt so. Okay. Gibt es denn sowas? Also man kann sagen, in den 8 Jahren, wo wir hier sind, haben wir, glaube ich, dreimal Menschen entlassen. Ist ja eine sehr soziale Haltung von Yoga Vidya. Gibt es denn dafür auch sowas wie Dank? Das heißt Dank. Also Mitarbeiter bedanken sich, ja. Dass ihr den Mitarbeitern die Stange haltet. Dass die Mitarbeiter uns dass die Stange haltet. Dass ihr den Mitarbeitern die Stange haltet, auch wenn es mal schlecht geht, ihr kümmert euch darum, dass ihr wieder. Es sind nicht wir, die Mitarbeiter halten uns die Stange oder wir oder so etwas, sondern wir sind alle zusammen eine spirituelle Gemeinschaft. Und da kann man nicht sagen, die Mitarbeiter halten uns die Stange, sondern die Mitarbeiter sind wir. Okay. Yoga Vidya ist auch gegenüber nicht nur den Mitarbeitern sehr sozial, sondern auch gegenüber potenziellen Seminarteilnehmern oder potenziellen Yoga-Übenden. Wie kann Yoga Vidya seine sozialen Preise halten? Vieles muss ja zu normalen Marktpreisen eingekauft werden. Ich denke nur an Energiekosten zum Beispiel. Reichen dafür niedrige Personalkosten? Ich stelle es einfach mal in den Raum, dass die niedrig sind, aber weiß ich nicht wirklich. Ist alles eine Frage. Ist alles etwas relativ dort gesehen. Also gut, wir haben soziale Preise und wir haben es natürlich noch sozial aufgesplittet, dadurch, dass wir Schlafsaalpreise und Zeltpreise machen und die sind letztlich subventioniert, die sind nicht kostendeckend, dafür sind die Einzelzimmerpreise dort etwas höher. Dann haben wir die Möglichkeit der 3 Stunden Mithilfe und überprüfen dann nicht die Effizienz dieser 3 Stunden Mithilfe und dadurch wird es auch nochmal halbiert. Es ist halt unser Anspruch, dass jeder Mensch Yoga praktizieren kann und bei uns lernen kann und nicht wegen finanziellen Schwierigkeiten das nicht machen kann. Gut, natürlich dadurch, dass die Mitarbeiter hier in dem alten Prinzip von einfach denken, einfach leben, erhaben, denken, hoffentlich nicht zu kompliziert denken, dass sie also dort engagiert sind und manche sehr stark engagiert sind und natürlich dann nicht marktgemäße Gehälter bekommen, insbesondere nicht diejenigen, die in spezialisierten Fachseva sind oder die Mitarbeiter in Führungspositionen. Jemand, der im Haushalt, Küche oder Garten ist, hat bei Yoga Vidya einen höheren Lebensstandard, als er hätte, wenn er außerhalb von Yoga Vidya arbeiten würde oder alleinerziehende Mütter, wo ja in Deutschland die Hälfte von Hartz IV lebt. Bei uns haben die sicher einen höheren Lebensstandard, als sie es außerhalb von Yoga Vidya hätte.
Ne? Also es ist nicht einfach nur niedrige Personalkosten, sondern dieser yogische Gleichheitsgrundsatz und des Ashram-Prinzips, ne? Dass jede Art von Seva irgendwo gleich gewertet ist. Insgesamt heißt das, dass wir pro Mitarbeiter doch weniger Kosten haben, als es außerhalb wäre. Und es reicht, um diese Preise zu halten. Also wir können unsere Schulden bedienen. Genau, wollte ich das nicht wissen. Der Preis auch. Aber immer wenn wir eine Expansion haben, ist es ja immer zunächst mal 100% fremdfinanziert. Und dann muss dann von dem Objekt müssen dann die Kosten bezahlt werden. Es ist uns immer gelungen, aber so alle halbe Jahr wissen wir nicht, wie es weitergeht. Da gibt es auch immer interessante Telefongespräche. Das ist ja durchaus auch ein Unterschied jetzt zwischen Yoga Vidya und unserem Unternehmen, das eben nicht fremdfinanziert ist, sondern eben organisch gewachsen ist aus dem, was dann eben am Kapital da war. Also durchaus auf der einen Seite ist das Unternehmen ja hier, wie ihr von den Sofas vielleicht alle gesehen habt, sehr außergewöhnlich, sehr riskant in dem, was es macht, aber auf der anderen Seite dann doch von der Finanzierung her ohne Fremdfinanzierung gelaufen, weswegen es auch nach den letzten 10 Jahren das Unternehmen noch gibt. Wenn du da jetzt Banken noch erklären willst, warum du diese oder jene Sache machst, die also sehr außergewöhnlich ist und am Markt normalerweise gar nicht so gemacht wird, dann wäre das dann sehr schwierig. Aber das ist ganz interessant, dass also da jetzt sogar Vidya einen ganz anderen Weg gegangen ist und jede neue Expansion war dann eben durch Kredite, viel auch durch Kredite von Unterstützern jetzt von Yoga Vidya in den letzten Jahren, jetzt eben durch die GLZ-Bank, die dann, sich da sehr stark in diese Finanzierung dann verdient gemacht hat. Noch eine Frage zu Sukadev, bevor wir wieder zu Atmaram wechseln. Du stehst ja auch bei Yoga Vidya als Visionär in der Pflicht, sage ich mal. Kannst du dir vorstellen, ist das ein Job auf Lebenszeit oder wird dieser Job auch mal irgendwann weitergegeben? Kannst du dir vorstellen, dein Baby auch mal loszulassen, noch in diesem Leben? Also ich kann es mir sicher vorstellen, klar. Und irgendwann muss eine Nachfolgeregelung gefunden werden. Und die soll man ja eigentlich zügig genug dort treffen. Und das ist auch schon etwas, was ich in meinem Kopf überlege, was nicht heißt, dass ich demnächst zurücktrete. Aber es gibt zwar bei mir schon so irgendetwas in meinem Kopf. Bis 50 bin ich irgendwo, will ich diese Gedanken der Vision und der Expansion so fortführen. Danach will ich wieder mehr meditieren, vielleicht mehr in die direkte Führung von Aspiranten persönlicher Art gehen. Und dann gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder es finden sich andere, die die Vision immer wieder vorantreiben, oder dann bleibt es halt so, wie es dann ist. Und dann hängt es dann letztlich auch davon ab, was mir Shivananda an Vision eingibt und letztlich auch, was ansonsten sich ergibt, Mitarbeiter von mir wollen und so weiter. Es ist ja letztlich auch ein gemeinnütziger Verein und ich kann auch jedes Jahr wieder abgewählt werden. Atmaram, von dir gibt es ein spannendes Zitat in Bezug auf das Möbelgeschäft und die Marke. Wir wollen Wellen der Lust für unsere Produkte schaffen. Wie lustig ist denn das? Oder wird es manchmal auch zur Last? Wobei, das ist jetzt auch schon wieder 5-6 Jahre her. Das war noch diese wunderbare Zeit, wo alles dann funktioniert hat und dann kann man das schön sagen. Also natürlich ist ein solches Produkt, das ist ja ein sehr emotionales Produkt, ist darauf angewiesen, dass es Fans gibt für die Marke. Und normalerweise heißt das Markeninteressenten und wir haben lange Zeit immer von Markenfans gesprochen, von Raving-Fans auch. Das war, diese Begriffe hatte ich damals von Tom Peters, der einer der ja, Bekannten, jetzt nicht mehr so, Ende der 90er, Anfang dieses Jahrhunderts,
sehr bekannten Management-Autoren und Trainer waren und der diese Begriffe genutzt hat, der den Begriff genutzt hat, um zu sagen, wenn ein Unternehmen Erfolg haben will, dann muss es seine Käufer oder seine Interessenten dann auch zu Fans machen. Und das, dieser Vortrag war eben ein Vehikel dazu, um dann darzustellen, dass das wichtig ist für unsere Marke, dass die dann auch zu Fans werden. Klar. Deine Partner sollen ja auch Waves of Lust, der Englisch hört sich wieder viel besser an als auf Deutsch. Deine Partner sollen ja auch Fans sein. Du hast mal gesagt, sobald ich informiert bin, die Partner, mit deinen Partnern hast du keine Verträge, sondern das sind eher Freundschaften. Also funktioniert das wirklich? Also diese 100-seitigen Hinweise, wie Mitarbeiter oder an was Mitarbeiter sich orientieren, gibt es bei uns nicht. Also es gibt auch, gut, irgendwann wird man einen Vertrag gemacht mit Mitarbeitern, aber Stellenbeschreibungen haben wir in unserem Unternehmen gar nicht. Vielleicht einmal, weil ich zu faul bin, die zu schreiben, oder wir zu faul sind, die zu schreiben, aber eigentlich aus der Überzeugung heraus, dass Menschen sich ihre Verantwortung selbst definieren sollen und dass auch Verantwortung in Teams für Projekte dann überlappen und dass das nicht auf bürokratischen Vorschriften ruhen sollte. Also auch das Thema, wie jetzt Yoga Vidya, ihr habt Franchise gesagt, das heißt nicht Franchise bei Yoga Vidya, sondern Kooperationszentren. Und bei uns gibt es auch so ein Schlagwort, das heißt Friendship statt Franchise. Ist auch so, dass also in unserem Unternehmen duzen wir uns auch alle. Also auch unser Vater, der jetzt 78 wird, ist auch noch im Unternehmen. Auch der duzt alle und wird von allen geduzt. Und wir duzen auch unsere Partner, also die dann im Möbelhandel einen Bread Store, einen Dedicated Bread Store haben oder wie auch immer. Viele von denen duzen wir, jedenfalls mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Das funktioniert zum Teil. Das führt wieder dazu, dass sehr viel von dem, was ich für richtig halte, nicht umgesetzt wird. Ja, weil, ja, klar, wenn ich vielen Leuten viel Freiheit lasse, dann existiert sehr viel Unterschied in dem, wie ein Brettstore aussieht. Ne? Wenn ihr einen Brettstore in München oder in Hamburg oder in Berlin seht, werdet ihr zwar feststellen, irgendwo gibt es dann ein Logo, das ja auch bei Yoga Vidya, glaube ich, noch gleich ist. Aber wie jetzt ein Brettstore aussieht, ist sehr unterschiedlich. Und auf der einen Seite geht ein bisschen was von der Marke verloren, die noch eigentlich sein sollte, aber auf der anderen Seite lebt das Ganze und es ist nicht ganz so langweilig. Auch für mich, wenn ich dann mal durch die Stores fahre und nicht überall dasselbe sehe, sondern überall unterschiedliches Herzblut sehe, was auch mit der Marke verbunden ist. Hat auch damit zu tun, dass Bretz sehr Individualisten anzieht. Also Leute, die jetzt, wobei das ja alles die braven Sofas sind, die hier sind, und eigentlich ist Surya so eine Minimalistin von ihrer Einschätzung dessen, wie man sich einrichten sollte. Und wir sind ja eigentlich Kämpfer gegen den Minimalismus. Ich habe da ähnlich wie Smoking Kills, wie die Amerikaner das ja sehr stark ausdrücken, sage ich immer Minimalism Kills. Also wenn ich zu Hause mich umgebe, dauernd mit minimalistisch eingerichteter Wohnung, also nur mit dem rechten Winkel und nur mit Schwarz und Weiß und Grau, dann bin ich nach 10, 20 Jahren dann emotional so verarmt. Das war ja lange Zeit gerade jetzt im Luxusbereich dann das einhellige Credo von allen und da haben wir eben auch immer dagegen gekämpft. Darf ich da gleich einhaken? Ja, gerne. Also in eurem Manifesto, Bretz-Manifesto, steht Liebe zum Luxus und Mut zu großen Emotionen. Der Yogi ist gleichmütig, denke erhaben, lebe einfach. Gibt es da Auswirkungen? Ja, auch da ist wieder dieses Spannungsfeld. Da gibt es halt den Urlaub in den Malediven, da gibt es aber auch die Umrundung des Kailash, wo man halt im Zelt bei minus 10 Grad draußen dann im Zelt übernachtet. Also es gibt schon beide Welten und ich sage auch, ich genieße es schon, auch in beiden Welten zu Hause zu sein. Du bist ja nicht zerrissen manchmal. Ja, so wie ich ja grundsätzlich zerrissen bin. Also das gehört ja zu mir. Ne, wenn ich das rausnehmen würde, dann würde ich ja versuchen, ein anderer zu sein, als ich bin. Oder das ist ja auch wieder eine Selbstdefinition, klar. Aber ich fühle mich da wohl dabei. Okay, dann lese ich jetzt noch ein Zitat vor und das führt uns dann mehr oder weniger zur letzten Frage. Wir haben schon eine Viertelstunde überzogen, wollen ja auch noch mit Gopi Mantras singen.
Zitat, Emotionen sind unser Business. Das können wir besser als alle anderen, auch im High-End unserer Branche. Wir stehen für die Maximierung der Emotionen pro Quadratmeter. Wir haben uns verändert, aber unsere Berufung ist gleich geblieben. Wir waren, sind und bleiben Editeure von Liebesgeschichten. Was gibt es dazu zu sagen? Der Hintergrund ist, dass wir im Jungen Wohnen präsent waren vor 10 Jahren und jetzt eben in diesen Luxusbereichen angesiedelt sind. Das war so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, entweder wir verlegen unsere Produktion nach Osteuropa oder jetzt nach Asien oder wir bleiben hier und dann haben wir nur die Chance, dann in den Luxusbereich zu gehen. Und dann haben wir eben gesagt, dass der Luxusbereich eben gefühlsmäßig verarmt ist. Ne, wenn jemand Möbelgeschäfte sieht, das ist also nur edel und statusbewusst. Und wir haben gesagt, Einrichtung hat was damit zu tun, dass sich mein Leben verändert, dass ich Spaß habe, wenn ich morgens aufstehe, mein Sofa anschaue, dann muss ich lächeln, muss das Herz aufgehen. Und das ist dieses Thema mit den Emotionen. Und ich hatte ja vorher auch schon gesagt, dass wenn mich was wirklich von einem Yogi unterscheidet, dann ist das das nicht gleichmütig sein, sondern dieses tatsächlich auch starke Emotionen zu zeigen. Und dazu stehst du oder arbeitest du daran? Ja, wenn ich mich jetzt gleichmütig machen sollte, ne, da arbeite ich jetzt nicht dran. Ne? Okay, das ist ehrlich. Also mit dem Loben, das ist schon gut, aber das kommt so. Aber ich bin schon sehr viel geduldiger geworden. Ne? Also diese Sache, dass ich 9 Jahre lang in einem Unternehmen jetzt bin und dass 9 Jahre nicht vom Fleck kommt, von seiner Gesamtsituation, das hätte ich früher nie geglaubt, dass ich das aushalte. Also da hat sich schon was getan. Super, es gibt Hoffnung. Letztes Zitat, es passt so schön, Soul Food für Menschen, die die Spitze der Maslow'schen Pyramide erreicht haben. Ich habe euch die Maslow'sche Pyramide hier mal so aus dem Internet aufgemalt für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Also man erfüllt zuerst seine Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse erfüllt werden, dann die Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Ich-Bedürfnisse und ganz oben steht die Selbstverwirklichung. Kann man mit Sofas die Selbstverwirklichung erreichen, Sukadev? Ich hoffe es doch. Mit Sofas kann man keine Selbstverwirklichung erreichen. Man kann vielleicht trotz Sofas Selbstverwirklichung. Oder auf Sofas. Man kann vielleicht auf Sofas die Selbstverwirklichung erreichen.